um was ganz Schräges jetzt mal in die Runde zu werfen. Ich habe was dabei, was mit Text ist, und das ist auch was eigentlich unverkomponierbares, das bestimmt keiner von Ihnen kennt. Und zwar ist das Congresswoman Melinda Jackson Parker. Das hier ist übrigens eine ganz wunderbare CD, eine meiner meistgehörten CDs. Da kannst du mich nachher noch ein bisschen zu befragen. Das ist nämlich eine CD mit Outsider-Musik. Also das ist jetzt weder klassische, noch neue, noch Pop, noch Independent, noch sonst irgendwas. Das ist quasi Musik von Menschen, die eigentlich nicht unbedingt Musiker sind oder vielleicht auch meinen, sie wären Musiker. Ein berühmtes Beispiel für eine Outsider-Künstlerin wäre zum Beispiel Foster Jenkins, die berühmte Sopranistin, die kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, die sich für eine große Sopranistin hielt, ist aber nicht wahr. Und das erzeugt aber so eine Form von interessanter Mischkunst, die eigentlich von Klassikfans, das weiß ich, auch sehr geschätzt wird, weil es wahnsinnig komisch ist auch. Ja? Und das ist jetzt quasi eine Congresswoman, ich weiß gar nicht von welchem afrikanischen Land, es könnte Togo sein oder so, oder Ghana. Und sie spielt ein bisschen Klavier, also sie hat wohl irgendwie Klavier studiert noch ein bisschen. Und sie singt hier ein Lied über die Gefahren der Moskitos, was ja wirklich eine ganz schlimme Plage in Afrika ist, wie wir wissen. Und sie versucht das mit dem Klavier zu verdeutlichen. When he sings a solo. No one likes to hear. But before he stings, he sings. And that sting is a sting of death. Yes, it's a sting of death. Also irgendwann fängt er dann auch an den Moskito zu singen. Das erspare ich Ihnen aber lieber, weil das ist tatsächlich... Und du glaubst aber, sie nimmt sich wirklich selber auch ernst, oder? Ja. Also das ist jetzt nicht so Helge Schneider-mäßig. Das ist jetzt nicht dieser Nonsens-Humor, so Katze, Klo, Helge Schneider. Nee. Weil der kann ja sehr viel, Helge Schneider, wie wir alle wissen. Ja, genau. Also der hat ja auch diese zwei Seiten. Helge Schneider ist ja wirklich auch ein seriöser Jazzmusiker, der wirklich auch ernsthaft was kann, aber... Ich finde das so, es ist kompositorisch interessant, weil sie spielt so Kadenzen, von denen sie meint, dass es irgendwie richtig ist, aber sie sind nicht wirklich richtig. Das wird dann sehr spannend. Und diese Art von Sprechgesang, mit der sie da so reinmacht, ich will jetzt nicht behaupten, dass es sich um große Kunst handelt, aber ich höre sowas tatsächlich gerne an, um mich inspirieren zu lassen, wie man das, was wir so als Musik verstehen, was so in geordneten Bahnen manchmal läuft, in Deutschland manchmal in sehr geordneten Bahnen, dass das auch ganz anders funktionieren kann. Und das ist dann so was ganz Wildes, und wie sie so mit dem Text umgeht und da so in diese Pausen reinspricht und so, das inspiriert mich schon. Also ich möchte das nicht genauso komponieren, aber es ist eine Anregung auf jeden Fall. Das ist ganz spannend, auch dass du Florence Foster Jenkins erwähnt hast. Wie manche wissen, habe ich selbst über Humor in der Musik promoviert, und da habe ich ein ganzes Kapitel über Humor durch Dilettantismus verfasst. Und da fällt natürlich Florence Foster Jenkins rein, aber auch solche Kunstfiguren wie zum Beispiel P.D.Q. Bach. Das ist eine Kunstfigur, die vom amerikanischen Komponisten Peter Schickele geschaffen wurde und die eben auch sich auszeichnet, Originalität durch Unfähigkeit. Also wie quasi wieder aus Dilettantismus, entweder einem gespielten Dilettantismus oder einem echten Dilettantismus, wie es bei Florence Foster Jenkins oder jetzt auch hier der Fall war, eigentlich wieder was ganz Originelles entsteht. Weil das Tolle bei Florence Foster Jenkins ist ja nicht, dass sie nicht singen kann, sondern dass sie immer so haarscharf dann singt. Also sie singt dann wirklich Königin der Nacht, und es ist schon wieder faszinierend, wie sie es einfach nicht schafft, auch nur einen einzigen Ton zu treffen, aber das immer so ganz knapp daneben ist. Dass es wieder einen wirklich in so eine Art Sog reinzieht, dass man wieder wirklich einfach, also wie bei einem Unfall, man muss einfach hingucken bzw. hinhören in dem Fall. Mhm. Und dass daraus eigentlich wieder irgendwie neuartige Musik entstehen kann aus solcher Unfähigkeit, die dann auch wieder irgendwie für euch Komponisten komponierbar wird. Also es gibt zum Beispiel von Paul Hindemith die Ouvertüre zum Fliegenden Holländer, wie sie eine schlechte Kurkapelle morgens um 8 am Brunnen spielt, die das wirklich auskomponiert, eine fehlerhafte Version für Streichquartett auch noch, der großen Richard Wagner Ouvertüre vom Fliegenden Holländer ist. Mhm. Ja. Also so entsteht dann wieder aus Spielfehlern, aus Unfähigkeiten von Interpreten, Komponisten oder Rezipienten neue Musik.